Als Folge von industrieller Verschmutzung und Abwasser wurde der Dead Horse Lake 1996 als Superfund-Standort ausgewiesen. Wir freuen uns über den Zuschuss von Sunshine Solutions, der diese Sendung ermöglicht hat. Und an die Zuschauer, das Massenklonen und die Genveränderung des heutigen Militärs ist sicherer denn je. Der Künstler hat 16 Jahre gebraucht, diese Skulptur aus Müll, der aus dem See gefischt wurde, zu bauen. Nur damit sie später von berauschten Einwohnern wieder zurück in den See geworfen wird. Die Grotte ermöglicht eine kurze Erholung vom Sturm und Drang des Golfs.
Leuchttürme niedergelassen. Eine tolle Gelegenheit für den Hai, um auszuprobieren, ob Gammastrahlen wirklich Superkräfte verleihen. Thank you.
Versichere der Antolini-Verbrecherfamilie, dass dieses Material keineswegs im finalen Schnitt unserer Sendung verwendet wird. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Der Barracuda. Das Maul des Barracudas ist voll unterschiedlich aufgebauter Zähne. Alle dafür gemacht, seiner Beute ordentlich zuzusetzen. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rocksenders. Schon gewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nun, es stimmt.